Heute hat der Krisenstab der Stadt auch noch einmal getagt, über mehrere Stunden haben wir miteinander gerungen, Themen aufgerufen. Das, was ich gestern schon in einem Pressegespräch gesagt habe, hat sich leider bewahrheitet. Wir haben für bestimmte anstehende Entscheidungen keine zielführenden Orientierungshilfen vom Land oder vom Städtetag erreicht, sondern müssen uns die jetzt selbst erarbeiten. Das gilt insbesondere für das Thema, wie gehen wir mit Veranstaltungen um. Wir haben ja bisher im Rahmen einer Allgemeinverfügung nur den Teilaspekt der großen Veranstaltung mit mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern geregelt. Es gibt noch einen sehr viel differenzierteren Bereich von den kleineren, in Anführungszeichen, Veranstaltungen. Das ist das Schwerpunktthema heute, das wir auch übermitteln wollen. Wir haben im Krisenstab eine Reihe weiterer Themen aufgerufen. Vielleicht darf ich eingangs sagen, die Lage entwickelt sich inzwischen nicht nur dynamisch, sondern außerordentlich dynamisch. Wir haben heute bestätigt 15 positiv getestete Fälle in der Stadt. Gestern waren wir in der Summe. Kumulativ. Kumulativ, ja, ja. Kumulativ. Gestern waren wir bei 9. Heute sind wir bei 15, aber der Tag ist ja auch noch nicht um. Also ich erinnere, wir hatten gestern auch nachmittags das Gespräch und abends war schon wieder eine andere Zahl vor Pannhaus. Das geht so weiter. Gestern hatten wir gesagt, wir haben 100 Menschen in der Isolierung oder Quarantäne zu Hause auf gesundheitsamtliche Empfehlung. Heute sind es 300, also eine Verdreifachung. Auch die Testungen, die wir jetzt vornehmen, organisiert sind, ich glaube, seit heute Mittag läuft das. Ja. Werden rege in Anspruch genommen, um das nochmal ganz zurückhaltend auszudrücken. Man kann sagen, es scheint richtig, also es kommt richtig Dynamik rein. Ich will jetzt andere Begriffe nicht gebrauchen, die mir auf der Lippe liegen, aber es kommt richtig Dynamik rein. Und wir müssen an der Stelle jetzt auch bereit sein, Regelungen zu treffen, um die weitere Geschwindigkeit der Ausbreitung dieses Virus in Bielefeld zu verlangsamen. Ja, die Thematik machte das nötig, dass wir kurzfristig die Öffentlichkeit, die Bielefelder und Bielefelder informieren wollen, was für Veränderungen wir aufgrund der Sachlage beim Coronavirus beim Bussen vorhaben. Und zwar beabsichtigen wir ab morgen, Freitag, 13. März, nicht mehr beim Fahrer das Bezahlen mit Bargeld zu ermöglichen und ebenfalls die Türen vorne zu schließen, verschlossen zu halten und entsprechend die ersten, das sind immer drei Sitze, ja. Der Steinböcher, dafür noch ein Bild, um was zu sagen, entsprechend abzusperren. Hintergrund der Maßnahme ist, dass wir natürlich die Gesamtsituation um Corona auch sehr sorgsam verfolgen und dass es darum geht, sowohl die Fahrgäste als natürlich auch den Fahrer, soweit es möglich ist, eben vor möglichen Infektionen zu schützen. Und wir halten dies für eine sehr sinnvolle und auch relativ leicht umsetzbare Maßnahme, um hier eine deutlich höhere Sicherheit zu bekommen. In der Praxis wird das dann so aussehen, dass jeweils an den Haltestellen die hinteren Türen geöffnet werden und hier ganz normal das Ein- und Aussteigen möglich ist. Und wir die Fahrgäste, und das ist die Einschränkung, die wir leider da hinnehmen müssen, aber die Fahrgäste darauf verweisen müssen, Fahrkarten entsprechend dann an den Vorverkauf stellen, natürlich per E-Ticket oder auch an den Automaten entsprechend zu lösen.